Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Dark Romance The Swan Sonata. Wir haben ein Wimmelbild und es ist schön, dass ihr mit dabei sein möchtet. Das sind kleine Eulen. Also, wir müssen jetzt erstmal hier gucken. Wir müssen ein bisschen was erwimmeln. Da ist eine Katze im Hintergrund und eine Försterfigur. Das ist schön. Dann sammeln wir das mal ein. Das ist auch ein Herz, sieht man. Eine Schachfigur. Was brauchen wir noch? Da ist ein Nagel. Da ist ein alter Hut. Eine Schießpulvertasche. Was brauchen wir noch? Nüsse. Schießpulvertasche. Ich kann mir irgendwie ja was vorstellen, aber das ist ein Rabe. Aber man entdeckt hier sehr viel. Und wir brauchen noch eine goldene Brosche. Da. Das, ja, sowas ähnliches habe ich mir auch vorgestellt. Sehr schön. Okay, dann haben wir hier diese Fitzelteile, die wir zusammenfügen. Ja gut, wir dürfen ein bisschen puzzeln. Das mache ich doch gerne. Was ist das? Eine Kachel. Aha. Eine Kachel. Ich weiß noch nicht genau, was ich hier noch machen kann. Irgendwie, sehe ich da nichts. Vielleicht kommt das noch. Ist die... die ist hierfür. Drücke die Steine in der richtigen Reihenfolge. Ach ja. Wir müssen die richtige Reihenfolge finden. Hä? Ach so. Beginnt wieder von vorne. Also eine zweite Runde. Das... Natürlich drücke ich auf das Falsche. Jetzt haben wir es aber. Und da ist der Grüne noch. Also, das Buntglasfenster haben wir beisammen. Genauso wie die Federn auch. Uns fehlen noch ein paar Figürchen. Hier habe ich eigentlich eine eingesammelt. Ich gucke gerade, ob ich noch irgendwas erspähe. Wir können das mal angucken. Warte mal, ich weiß nicht, ob man das jetzt... Nein. Das wollte ich gar nicht. Hier die Buntglasfenster. Da, das haben wir beisammen. Und die tauchen dann hier so auf. Das fand ich richtig schön. Ja, das ist es. So, spielen. Wir fahren fort. Ich wollte gar nicht so weit raus. Eigentlich. Es lädt. So, wir gehen zurück. Genau. Das muss wieder nach unten, ne? Das ist jetzt auch nicht so schwer. Da braucht man auch nicht nachlesen, was man machen muss. Und das ist wieder für unsere Blume. Das war für ihn. Ah, und da haben wir die Feder. Alles klar. Nein, 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 nein. Das war hierfür. Hier, da ist ein Puschel. Das war hierfür. Genau, und so fügt sich auch alles zusammen, ne? Wunderbar. Das war für sie. Und dann können wir auch wieder ins Zimmerchen von Rosebud. Sein Kinderzimmer. Schriftrolle und Symbole. Das klingt böse. Ist es auch. Gott. Übertreib.
Wähle die Symbole auf der Schriftrolle, die mit den Symbolen auf dem Zauberstab übereinstimmen. Mach's doch noch kleiner. Jetzt mal ernsthaft. Ach so. Ah ja, gut. So ist es natürlich viel schöner, viel angenehmer. Und das letzte. Was könnte das sein? Muss ich alle machen? Das ist nicht dein Ernst, oder? Ich hoffe, ich muss jetzt nicht alle machen. Das würde ich ein bisschen übertrieben finden. Ist das nicht das? Wieso nicht? Ist doch das hier, oder nicht? Ach du Schande. Es gibt ja noch mehr. Es gibt... Oh Gott. Ich muss Tatsache alle machen. Ja, übertreib. So zum Schluss nochmal, ne? Ordentlich reinhauen hier. Nee, das ist er nicht. Aber der ist das. Genau. Das ist er aber auch nicht. Na, das war er doch. Eben wollte er das nicht. So. Dann müssen wir den auch noch machen. Das ist so eine 8. Muss man sich ein bisschen konzentrieren. Ich meine, das ist nicht schwer. Man muss eigentlich nur gucken, wo es halt hingehört, ne? Und da ist dann auch noch dieses. Das ist der letzte jetzt, glaube ich. Müssen wir ein bisschen gucken, was da hingehört. Da ist das einmal. Da ist das. Das ist noch so ein anderes, ne? Das sieht auch so ähnlich aus. Aber das ist es. Das hier ist es nicht, scheinbar. Es sieht aus wie das hier. Okay. Welches ist es dann? Wenn es das nicht ist. Hier sind ja ganz viele. Aber das willst du nicht. Ach Quatsch, was mache ich denn da? Ist ja den Falschen angeklickt. Ist noch ein anderes, was auch so ähnlich aussieht? Eigentlich ja nicht. Hä? Ich brauch das. Ich brauch das noch. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz, weil eigentlich ist es das doch hier. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Warum es das nicht ist. Das ist es doch. Nur andersrum. Dann klicke ich jetzt einfach alle an. Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Hä? War es nicht ein anderes? Ui. Ich habe meinen Zauberstab rausgeholt. Nehmt euch in Acht. Ich habe einen Zauberstab. Da müssen wir nämlich rein. Und ich sehe gerade, da ist angeblich noch ein Sammelobjekt. Wenn man es anklickt. Hä? Also Buntglasfenster habe ich schon alle. Und eine Figur war hier eigentlich auch schon. Komisch.
Sortiere die Schwäne nach Farbe wie vorgegeben. Klicke auf einen Schwan, um die Schwäne um ihn herum zu drehen. Aber warte mal, ich fange nochmal an. So. I, die roten. I. Ja. Oh mein Gott. Nee. Ja. Ist eigentlich gar nicht so schwer, ne? Nein, das wollte ich eigentlich nicht tun. Dann kann ich ihn mich dahin tun. Ich tausche das jetzt gerade mal eben so ein bisschen. Da haben wir schon. Wunderbar. And that's the end of the story. With the darkness destroyed, Siegfried and Odette lived happily ever after. Ein Happy End von Dark Romance, The Swan Sonata. Herzlichen Glückwunsch, du hast das Hauptspiel abgeschlossen. Spiele jetzt das Bonuskapitel. Du findest es unter Extras. Wir haben Siegfried und Odette wieder zusammengeführt und jetzt können sie glücklich und zufrieden miteinander leben und ihre Liebe genießen. Ein wunderschönes Ende. Freut mich für die beiden. Die passen sehr gut zusammen. Ein schönes Paar. Und ich hoffe, sie bleiben glücklich. Bis zu ihrem Lebensende. Ich hoffe, euch hat dieser Teil, also die Hauptstory von Dark Romance, The Swan Sonata, auch gefallen. Wir haben alle Buntglasfenster eingesammelt, genauso wie alle Federn. Bei den Figuren haben jetzt welche gefehlt. Ich weiß nicht, ob es die in der nächsten Episode noch gibt. Kann sein? Wir werden sehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zusehen, fürs Zuhören. Und wenn ihr mögt, könnt ihr bei der Bonus-Story wieder mit dabei sein. Ich würde mich sehr über euch freuen. Bis dann, eure Inura Eppi.